Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und ich möchte Sie am Anfang dieses Symposiums mit auf eine Reise nehmen. Auf eine Reise nach Italien ins 15. Jahrhundert. Da hat es einen Herrn gegeben, der Michelangelo geheißen hat, und er hat im Hof des Doms von Florenz einen Marmorblock gefunden. Andere Bildhauer sind daran gescheitert, weil die einfach nur gesehen haben, das ist irgendein Steinklump mit einem Loch drinnen. Aber er entdeckte, was für andere unsichtbar war, nämlich nicht das Stein im Loch, sondern er sah und befreite diesen weltberühmten David. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Ihr Job an den verletzten Menschen seinem Job ähnelt. Ihre Arbeit ist viel wert. Sie schafft neues Leben, sie rettet Leben und sie gibt Patienten Sicherheit. Wir wissen natürlich, dass der Mensch nicht perfekt ist und er unterscheidet sich deswegen von Maschinen. Doch bei diesem Symposium heute, habe ich mir so in meiner Vorbereitung gedacht, wird es klar, wenn der Verstand des Menschen mit den Maschinen perfektioniert wird, bringt das allen dann so eine Strahlkraft wie diesen 5 Meter großen David, der jährlich von 1000 Touristen in Florenz bestaunt wird. Aber wir machen heute natürlich keinen Urlaub. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Urlaub und haben sich erholt bei Ihrem stressigen Job. Ich darf Sie heute in Graz begrüßen, im Namen des Konvents der Elisabethinen, im Namen der Pflegedirektion, der Geschäftsführung und auch der ärztlichen Leitung. Mein Name ist Bettina Zeierz und ich werde Ihnen immer wieder ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn es irgendwo Probleme gibt und wer alles hier sein wird. Wir dürfen auch heute alle Zuschauer im Internet begrüßen. Vielleicht gibt es ja einige Kollegen, die nicht kommen konnten. Also dieses ganze Symposium den ganzen Tag ist auch im Internet zu sehen. An so einem Tag wie heute, da denken Sie jetzt vielleicht nicht an den Michelangelo und an den David, sondern Sie denken an Ihre Realitäten, an den Alltag. Es kann natürlich sein, dass Sie manchmal ein bisschen ansippt sind von negativen Schlagzeilen über Ihre Berufsgruppe. Und Sie denken vielleicht auch an das, wenn was passiert, was dann oft als Kunstfehler bezeichnet wird. Aber dieses Seminar heute, dieses Symposium Simulationsbasiertes Lernen und Patientensicherheit soll nicht nur den Patienten schützen, sondern auch Sie schützen. Das Leben des Patienten verbessern und auch Ihr eigenes, damit Sie wissen im Ernstfall, was Sie tun und damit Sie dann wieder so nach Hause gehen, dass Sie sagen, ja, heute habe ich wieder Gutes getan. Und so eine innovative Ausbildung, die hier stattfindet, die dürfen Sie heute kennenlernen. Sie dürfen einen Blick hinter die Kulissen machen. Es war, ich kann es Ihnen sagen, technisch eine große Herausforderung. Natürlich haben wir nicht alle im OP-Saal Platz, deswegen kommt der OP-Saal heute zu Ihnen hier ins Hotel und die technischen Vorbereitungen haben es geschafft. Ich muss wirklich sagen, die Elisabethinen sind routiniert. Ich darf gleich einmal bitten um einen Applaus für die Technik, die wochenlang daran gearbeitet haben und heute können wir nur sagen, toi, toi, toi. Da sieht man schon, Charakter, Menschlichkeit und Maschinen müssen einfach zusammenpassen. Wenn wir jetzt das ganze Projekt anschauen, seit 2012 ist das Simulationstraining fixer Bestandteil bei den Elisabethinen und auch verpflichtend für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es ist natürlich immer eine Herausforderung, auch vom Dienstplan her, dass das im gewohnten Team simuliert wird. Und da steckt eine Dame dahinter, die ich jetzt auf der Bühne begrüßen darf, die Pflegedirektorin Christine Kienreich. Herzlich willkommen. So viele Gäste sind heute gekommen, Gäste, die natürlich neugierig sind, wie sie das alles schaffen. Es ist Ihr Publikum, bitteschön. Ja. Ich möchte Sie heute recht herzlich bei uns begrüßen und ich freue mich für dieses zahlreiche Erscheinen. Gleich vorweg darf ich etwas verraten, es wird heute richtig spannend werden. Das stimmt ganz sicher. Und für Sie ist es ja eigentlich Alltag, dieses Konzept dieses simulationsbasierten Lernens. Das ist bei Ihnen Alltag geworden, dieses Konzept ist auch schon dreimal ausgezeichnet worden. Wie sehen Sie jetzt, wenn Sie so ein bisschen das Revue passieren lassen, die letzten 5 Jahre dieses Programm bei Ihnen? Was hat es mit den Menschen, die bei Ihnen arbeiten, gemacht? Die letzten 5 Jahre waren sportlich. Wir haben seit 2012 die Holzschienen. Ja gut, praktisch. Seit 2012 circa 65 Simulationstrainings bei uns im Krankenhaus durchgeführt und das Feedback unserer Mitarbeiter bestätigt uns, dass wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind. Wie schaut denn das aus? Warum lassen wir uns da in die Karten schauen? Es ist ja eigentlich fast was Geheimnisvolles, was bei euch im Krankenhaus passiert. Naja,
Das Motto der heutigen Zeit lautet: Teilen ist der neue Reichtum. Wir möchten mit diesem Symposium dazu motivieren, dass man Simulationstraining in den Berufsalltag integriert. Und es ist einfach ein großer Schritt in Richtung Patientensicherheit. Dann werden wir heute viel, viel kennenlernen. Frau Christine Kienreich, vielen Dank. Wir sehen uns ja noch einmal auf der Bühne dann und da verraten Sie dann noch mehr Details, aber nur, dass Sie mal wissen, wer die Gesichter dahinter sind, wer das alles für Sie organisiert hat. Die Elisabethiner laden also heute ein Hightech-Produkt in Sachen Ausbildung kennenzulernen. Und das Krankenhaus hat ja Tradition seit 1690. Derzeit gibt es hier 5 Abteilungen, 197 Betten, 37.000 Patienten im Jahr und sage und schreibe 6.000 Operationen im Jahr. Und seit 2008 ist das Krankenhaus der Elisabethinen auch das akademische Lehrkrankenhaus der MedUni Graz. Und seit 2015 wurde das OP- und Simulationszentrum renoviert und auch auf den neuesten medizinisch-technischen Stand gebracht. Und heute ist dort für uns ein bisschen eine Pause gemacht worden. Wir überschreiten da wirklich Grenzen, die im Vorfeld gut zum Organisieren waren, aber es ist alles möglich. Und jetzt darf ich Sie sozusagen zur offiziellen Begrüßung bitten für den Applaus für den Geschäftsführer Magister Dr. Christian Lacker. Bitte schön. Ich muss auch dazu sagen, natürlich ist das Team der Geschäftsführung, die Frau Generaloberin Bonaventura Holzmann ist heute leider verhindert. Deswegen macht es der Herr Dr. Lacker. Ja, gerne. Weiß nicht, ja, vielleicht, dass es besser funktioniert, weil ich halt immer. Haben ich darf Sie, Sie alle recht herzlich begrüßen. Es ist eine große Freude, so viele Menschen, die heute hier gekommen sind, aus dem Pflegeberuf, aber auch aus umgreifenden Berufsgruppen. Ich begrüße Sie im Namen sozusagen, es steht ja hier oben, Sie lesen Elisabethinen in Österreich. Also darf ich grüßen. Ich habe gestern noch getroffen die Mutter Generaloberin Barbara von Linz. Mutter Bonaventura wurde schon erwähnt. Also im Namen der Elisabethinen in Österreich darf ich hier begrüßen, auch im Namen meines Kollegen in Linz, Magister Raimund Kaplinger. Es ist eine große Freude, es ist sozusagen 2.0. Wir haben letztes Jahr den ersten elisabethinischen Pflegekongress in Marienkron gehabt und heuer eben den zweiten. Das ist eine große Freude hier in Graz. Und wir werden haben nächstes Jahr den dritten in Linz, aber dazu werde ich dann noch etwas sagen. Es wurde von Ihnen schon erwähnt, die Elisabethinen in Graz und überhaupt in Österreich, das erste Mal in Graz, von Aachen kommend, gibt es seit 1690. Und das Motto, das Model, das vorne drauf war bei den Elisabethinen, die 1622 in Aachen von Mutter Apollonia Radermecher gegründet worden ist, war: Schau hin und handle, und wir müssen die Menschen froh machen. Im Mittelpunkt der Mensch und der Mensch in Not. Froh machen heißt, ein Mensch hat Not. Du hilfst ihm, er ist froh, weil du ihm geholfen hast, weil die Not weg ist. Ganz einfach, ja? Im Mittelpunkt der Mensch. Und ich habe im Blick auf heute mir die Frage gestellt, wie ist das mit dem Pflegeberuf? Haben Sie sich die Frage gestellt, einmal ganz tief innen, warum haben Sie diesen Beruf erwählt eigentlich? Wieso machen Sie das? Ich meine, das ist eine entscheidende Frage. Und möglicherweise führt uns das hin zu dem, was das Motto der Elisabethinen ist, was das Motto der heiligen Elisabeth war: für den Menschen da sein und gewendet den Menschen froh machen, im Sinne Not lindern, im Sinne zu handeln, nicht lang herumzureden, schau hin, handle, Not. Ja? Und ich glaube, es geht schon ein bisschen auch darum, diese Ursprungsberufung, diese Empfindung, warum mache ich etwas, was motiviert mich, warum gehe ich täglich hin zum Krankenbett, wieder wach zu halten, ein bisschen auszugraben und wieder anzuschauen. Nicht? So, das ist die eine Seite. Und ich glaube, dass gerade wir Elisabethinen, aber Sie auch im Pflegeberuf Stehenden oder alle, die für Pflege arbeiten, das sind ja auch Ausbildner, das sind Schulen, das sind universitäre Lehrgänge, sozusagen diesen Fokus immer wieder sozusagen in den Blick nehmen sollten. Das zweite ist die Professionalisierung, die auch nötig ist. Ja. Ich habe vor kurzem ein Buch in die Hand bekommen von Professor Gronemeyer, der so ein bisschen gegenkritisch alles beleuchtet. Und dieses Buch heißt Entprofessionalisieren wir uns. Rufzeichen. Und die These dahinten ist, dass wir aufgrund dieser Professionalisierungen, die überall stattfinden,
auch im Pflegeberuf, wie oft diesen Blick auf den Menschen sozusagen, was ist eigentlich der Fokus des Tuns, vielleicht verlieren. Also es wird dort so gesagt, wir schauen eher in Checklisten als auf den Menschen, nicht? Und es sollte wieder fokussiert sein. Und das ist jetzt nicht gegen Professionalisierung gesprochen, weil es geht ja gerade um Professionalisierung, um Patientenwillen. Und ich glaube, diese Veranstaltung heute ist ein wesentlicher Beitrag dazu, weil wir müssen uns schon messen lassen, machen wir etwas la um der Sache willen oder um des Menschen willen. Und gerade Simulationstraining ist etwas, was sozusagen Patientensicherheit im Blick hat. Und wir wissen, dass die allermeisten Notfälle statistisch aufgearbeitet intramural passieren, im Krankenhaus, nicht extramural. Und deshalb sind solche Simulationstraining, um Menschen in Not zu helfen, intramural, aber auch extramural, aber in dem Fall intramural, nötig und haben den Fokus ganz auf die Patientensicherheit. Ja? Obwohl es hochkomplex ist, wie wir heute erfahren werden, aber der Fokus ist klar, das ist klar geerdet auf den Menschen. Und das sollte der Fokus generell auch solcher Tagungen sein, vor allem wenn Elisabethinen draufsteht. Und ich danke, und das möchte ich jetzt wirklich sagen, komme jetzt auch zum Schluss, ich möchte einfach danken für jene, die das wirklich vorbereitet haben. Und da möchte die Frau Direktor Kienreich, wurde schon genannt, ich sage herzlichen Dank, aber die gesamte kollegiale Führung, die auch heute hier ist, also mit Direktor Schrofenegger, der sich auch ein bisschen ums Marketingbudget und so weiter gekümmert hat, und unser ärztlicher Direktor Dr. Gerald Geier, der auch hier ist, und natürlich alles im Verbund der elisabethinischen Welt, darf ich begrüßen auch die Frau Pflegedirektorin von Linz, Frau Regina Kickinger-Eder, herzlich willkommen, das wird dann das Folgetreffen nächstes Jahr sein, und ich muss jetzt ein bisschen nachschauen, weil ich habe ein bisschen einen Hinweis bekommen, damit ja nichts in Verstoß gerät, also in Vertretung von Wien, von Frau Direktor Margit Kaiser-Mühlecker, darf ich begrüßen Frau Magister Bettina Wolte, sie ist die leibliche Schwester einer ehrwürdigen Elisabethinerin, einer Schwester, die auch hier ist, darf ich auch begrüßen, die Schwester Ursula von Linz. Auch herzlich willkommen. Soweit ich sehe, sie die einzige Ordensfrau jetzt in unserer Runde. Und ich begrüße sie. Sie möge die Fackel der Elisabethinen hochhalten am heutigen Tag, sozusagen der Ordensfrauen. Ja? Und ich bedanke mich auch in der Vorbereitung, weil das ist gerade ein hochkomplexes Thema, das bei uns im Krankenhaus zwei Namen hat, im Krankenhaus selbst. Das ist unser OP-Koordinator Herr Weldi, der hier ist, und Herr Oberarzt Bizera, die das sozusagen technisch operativ abwickeln, aber auch den Herrn Jans, der schon sehr früh von der Firma Medstar mit dem Herrn Weldi diese Dinge auch entwickelt hat. Ich begrüße sozusagen als Partner im Gesundheitswesen von der FH Joanneum, also neue Pflegeausbildung, die Frau Direktor Mircic, und von der Krankenpflegeschule Graz, die Frau Direktor Magistra Elise Sipola-Buster. Und vom Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband dürfen wir die Landesvorsitzende begrüßen, die Frau Magistra Reiger. Und was uns besonders freut, ist, dass wir heute auch einen besonderen Ehrengast in unserer Runde haben, das ist die Frau Landeshauptmann Emerita Waltraud Klasnik. Sie steht in Österreich für Hospiz, sie steht in Österreich für Babyklappe, die sie eingeführt hat in der Steiermark. Sie ist ein Mensch, der das Leben liebt und auch hütet in allen Dimensionen, mit ihrem politischen Wirken, aber auch darüber hinaus. Und sie ist auch eine Elisabethinerin, sie ist die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Elisabethinen Krankenhaus GmbH in Graz, aber sie unterstützt uns in all unseren Werken österreichweit, ich sage nur Kuranstalt, Marienkron und so weiter. Und das ist mir eine besondere Freude, ich mache das jetzt ganz spontan und doch nicht ganz spontan, ich habe es ihr nämlich vorher schon gesagt, der Frau Landeshauptmann, ich darf Sie bitten, auf die Bühne zu kommen. Danke. Wir geben Ihnen ein Podium. Danke. Bitte vielmals. Ja. Und Ihnen allen wünsche ich wirklich einen fruchtbaren Tag, dass Sie was mitnehmen können, aber noch einmal den Blick nicht verlieren auf den Menschen. Danke. Danke vielmals, Herr Dr. Lacker. Ja, ich habe nur vorher gehört im Smalltalk, die Frau Klasnik hat gesagt, na, also wenn Sie so ein Seminar machen, so früh morgens um 8 Uhr, kein Problem, ich komme immer gerne, ich könnte auch um 6 Uhr kommen. Also sagen wir vielen Dank, herzlich willkommen in unserer Mitte, und das sind alle Menschen, auf die wir uns verlassen können.
Herzlichen Dank erstens einmal für die Hilfe des Haltens. Hilfe muss man annehmen können. Das spüren Sie, die Sie als Pflegende unterwegs sind, ganz besonders. 6 Uhr früh deshalb, weil ich am Abend ab 20 Uhr müde bin. Also ich habe auch nur einen bestimmten Zeitraum, an dem ich einsatzfähig sein mag. Sage ich bewusst, weil manchmal muss der länger auch was tun. Herzlichen Dank, dass Sie in Graz sind. Lieber Dr. Lacker, ich kann das gleich ein bisschen weitergeben. Wenn ich Simulation lese, dann weiß ich, dass ich heuer in Alpbach gewesen bin. Dort war der Schwerpunkt Roboter und Roboter in der Pflege. Es hat sich da sehr viel auch an Umfragen abgespielt, an Grundinformationen, was die Menschen schon wissen. Aber es hat dann ein Gesamtes gegeben und das Gesamte war ein gutes Ergebnis. Das Wichtigste ist, dass die Menschen sich sehr wohl auf den Roboter verlassen, dass sie aber auch immer einen Menschen brauchen, der ihnen beisteht. Der Roboter kann den Menschen nicht ersetzen, aber er kann ihm sehr viel abnehmen, das ist die Hauptaufgabe. Zweiter Teil, weil ich gesagt habe, Hospiz und Palliativ, Dr. Lacker hat es angesprochen, das geht bei mir nicht ohne. Wir haben jetzt Hospiz- und Palliativcare in den Pflegeheimen vorbereitet, wir bereiten es im mobilen Bereich vor. Und ich bin überzeugt, dass wir es auch im Krankenhauswesen einführen werden. Das heißt, Hospiz-Palliativ-Care als Sicherheit für die Patienten, aber auch als Stütze für jene, die mit den Patienten arbeiten, die für sie da sind. Und das ist das Wichtigste, dieses Dasein. Und ich habe vor kurzer Zeit einen sehr guten Vortrag gehört und damit höre ich schon auf. Die wichtigste Aufgabe ist in der Pflege, den Menschen Mensch sein. Und für dieses Menschsein danke ich Ihnen sehr herzlich, wünsche Ihnen vom Herzen alles Gute, einen erfolgreichen Tag und immer das Gefühl, das richtige Berufsbild gewählt zu haben. Vielen Dank für Ihre Worte. Es ist also mit Berührung kann man viel machen und nicht nur, wenn man jetzt einen Patienten angreift, sondern auch keine Berührungsängste haben, wenn man neue technische Skills bekommt, damit man sich fortbilden kann. Sie haben alle das Programm bekommen, also vom Ablauf her ist es eigentlich eh ganz simpel, aber ich sage es Ihnen noch einmal, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Wir haben jetzt hier noch einen Einführungsvortrag und dann gibt es die Workshops, da haben Sie sich eh schon alle angemeldet, auch der Shuttlebus fährt hinunter in den richtigen OP-Saal sozusagen, da haben Sie sich wahrscheinlich auch schon angemeldet, der bleibt vor dem Hotel stehen, aber es sind wirklich überall die Tafeln, es ist kein Problem. Nach diesem ersten Impulsvortrag, Key Lecture Note, haben wir dann um eine kleine Pause. Um 9.30 Uhr geht es dann wieder weiter, entweder hier oder auch bei den Vorträgen. Und dann gibt es, wie Sie es gehört, finde ich auch in einem Krankenhaus, relativ früh um 11.30 Uhr das Mittagessen. Und da nutzen Sie natürlich auch die Zeit, ein bisschen Fach zu simpeln. Es gibt relativ viele Aussteller, eine Industrieaussteller, und da können Sie sich auch ein bisschen vorbereiten. Und um 13 Uhr ist dann, glaube ich, der Block, auf den alle warten. Der Herr Leerdal, so heißt nämlich unser Patient, der ist natürlich ein bisschen personifiziert, der ist bereit und dann gibt es das Livestreaming hier herein und natürlich auch die Diskussion, also bitte wirklich aufpassen, fragen Sie, was Sie fragen wollen. Es ist wirklich ein wunderbares Podium hier, die Sie dann alle mit Fragen löchern können. Und ab 15 Uhr geht es dann hier wieder weiter beim Podium, auch wieder Führungen und die Workshops und um 17 Uhr, wahrscheinlich 17.15 Uhr, werden wir dann heute ins Wochenende starten. Wenn man jetzt den OP-Saal ein bisschen anschaut, das steht eine ganz simple Sache. Es geht wieder um Berührung und es geht auch um die Auge-Hand-Koordination. Ein Baby muss das eigentlich im ersten halben Jahr lernen. Das ist sozusagen die Aufgabe, wenn man schaut, wie sich ein Kleinkind entwickelt. Pianisten üben jahrelang, bevor sie da Konzerte geben. Piloten sind auch im Flugsimulator unterwegs, bevor sie uns Passagiere von A nach B bringen. Und natürlich auch Ärzte und das gesamte OP-Personal müssen Eingriffe üben, bis sie sich an den Patienten wagen. Und das soll einfach eine strukturierte Arbeit sein und so kann man diese Arbeit verbessern. Diese Einblicke heute sollen Sie nicht nur in Staunen bringen oder eifersüchtig machen, was bei den Elisabethinen möglich ist. Wir dürfen natürlich auch sagen, dass das Elisabethiner Krankenhaus dieses Know-how auch weitergibt und dass es auch quasi käuflich ist. Thank you.